Anfangs sah alles noch ganz harmlos aus. Ein Kleinalarm gegen Mitternacht, ausgelöst von den Bewohnern des Anwesens, alarmierte die Rettungskräfte. Kurz darauf stand aber schon die komplette Stallung in Brand, sodass insgesamt 8 Feuerwehren anrücken mussten. Vor Ort hatten die Einsatzkräfte dann allerhand zu tun, denn beim Löschen ergaben sich Probleme. Die Löschwasserversorgung ist in diesem Bereich halt nicht optimal. Wir mussten also sehr viele Schlauchleitungen legen. Gott sei Dank gibt es im direkten Umfeld 2 Zisternen, die wir auch hergenommen haben, aber sehr lange Schlauchleitungen mit über 2 Kilometer Länge. Weil die Kommune, die ja für die Löschwasserversorgung verantwortlich ist, kann ja nicht für jedes Einzelgehöft hier also teure Löschanlagen zur Verfügung stellen. Und da nimmt man natürlich Entfernungen bis zu einem Kilometer in Kauf. Nachdem nun die Wasserzufuhr durch die Schlauchleitungen gesichert war, konnte das Feuer endlich unter Kontrolle gebracht werden. Auch die umliegenden Gebäude sowie das Wohnhaus wurden gerettet. Circa 2 Stunden hat es gedauert, bis das Feuer soweit unter Kontrolle war. Erschwerend waren ja Tiere im Stall drin. Wir haben am Anfang ja nicht gewusst, dass der ganze Bereich mit der Betondecke abgesichert ist. Und wir sind eigentlich am Anfang davon ausgegangen, dass die Tiere umgekommen sind. Hat sich dann Gott sei Dank nicht bestätigt. Wir haben schnellstmöglichst mit Zuluftgeräten uns freie Sicht verschafft und konnten dann zu den Tieren vordringen. Und dann war auch ein Veterinär da, der sich die Tiere untersucht hat, und so wie es ausschaut, ist es nochmal gut ausgegangen. Der Brand wurde vermutlich von einem technisch defekten Traktor ausgelöst, so Stadtbrandinspektor Alois Schraufstetter. Der Besitzer des Hofes habe kurz vor dem Brand 2-mal einen lauten Knall gehört. Allerdings gilt die Brandursache laut einer Pressemeldung des Polizeipräsidiums Niederbayern noch als ungeklärt. Der Sachschaden ist beträchtlich. Die Polizei beziffert ihn auf über 500.000 Euro.